Hallo ihr Lieben, danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zu Teil 2 unserer Aufräumaktion. Ich denke, wir brauchen 3-4 Tage für das gesamte Haus. Nicht, weil es diesmal so super unordentlich ist, sondern weil ich so wenig Zeit wie nur möglich in die einzelnen Tage stecken möchte. Oder aber auch, weil wir wie heute eine Sonderaufgabe haben. Heute machen wir nämlich das Büro. Das heißt, ihr bekommt sozusagen jetzt in den nächsten Tagen immer mal wieder so Ausschnitte aus meinem tatsächlichen Tag gezeigt, falls das irgendwie Sinn macht. Übrigens ignoriert mein Aussehen gerade momentan. Ich habe mir weder die Haare gekämmt noch irgendwie gemacht. Ich bin einfach nur mit meinen Sachen fertig geworden und habe mir gedacht, ich lege direkt los, solange die Kinder nicht da sind. Heute ist Sonntag, das heißt, wir haben etwas mehr Zeit. Deswegen kommen wir heute auch zum Büro. Allerdings komme ich definitiv nicht dazu, das gesamte Haus sauber zu machen, wie sonst auch immer. Und dadurch, dass ich am gestrigen Tag, bei euch liegt das allerdings wahrscheinlich schon eine Woche oder 3 Tage oder so zurück, da hatte ich ja schon unten so ein bisschen aufgeräumt. Und ja, und ich würde sagen, wir legen hier im Obergeschoss direkt los, denn wir haben echt einiges zu tun. So, in Emmas Zimmer müssen so ein paar Sachen zurechtgeräumt werden. Das machen wir nur so ein bisschen schöner. Dann geht es hier weiter zu ihrem Bett. Wir machen einmal das Bett, ohne es neu zu beziehen. Also es wird einfach nur zurechtgelegt. Die Bettwäsche von Alex kommt wieder in unser Zimmer. Und dann haben wir da momentan nichts. Die Wäsche wird ebenfalls weggeräumt. Und die Tage kriegen wir endlich dieses Ding geliefert, was wir bestellt haben. Und dann sind wir hier durch. Und hier seht ihr, wie ich in Emmas Zimmer aufräume. Allzu viel hatten wir an diesem Tag nicht zu tun. Gott sei Dank hält sich Emmas Zimmer so ziemlich ja in Grenzen oder im Bereich des Möglichen, was das Aufräumen angeht. Ganz so oft sind wir in diesem Zimmer nämlich nicht. Deswegen sieht es selten mal so chaotisch aus, wie andere Zimmer es tun. Ganz besonders, wie unten das Erdgeschoss öfter mal aussieht. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, im Obergeschoss sind wir im Allgemeinen nicht ganz so häufig wie jetzt unten im Erdgeschoss. Auch wenn wir Besuch haben, sind sie meistens unten. Deswegen ist dort häufig mehr zu tun als oben. Und ja, da seht ihr es übrigens, Alex schläft immer noch mit Emma mit im Bett, allerdings nicht direkt. Also Emma schläft sozusagen mit Alex ein und wenn sie dann eingeschlafen ist, geht Alex dann runter und geht danach in unser Bett schlafen. Und wenn sie dann das erste Mal in der Nacht aufwacht und auf Toilette möchte, dann geht er zu ihr rüber. Und weil er natürlich auch seinen Schlaf nicht ja durcheinander bringen möchte, schläft er dann sozusagen bis zum Morgen weiter mit ihr durch. Gott sei Dank ist es aber so, dass Emma nicht so das Problem damit zu haben scheint. Also sie weiß, dass der Papa dann sozusagen gerade nicht mit ihr im Bett liegt und das ist auch in Ordnung für den Moment. Aber wenn sie krank ist, wie zum Beispiel jetzt momentan, ist es halt so, dass er doch öfter mal zu ihr rüber muss. Wir versuchen es ganz besonders am Wochenende konsequenter durchzuziehen, weil wir da ja nicht gleich am nächsten Morgen zur Arbeit müssen. Das heißt, die Zeit ist dort ein bisschen besser dafür geeignet. Und ja, also das ist der Stand, was Emma angeht. Und hier seht ihr es, ich räume, nachdem ich dann so ihr ganzes Zimmer sauber gemacht habe, nur noch die Wäsche weg. An dem Tag war Gott sei Dank nicht allzu viel zu tun. Übrigens sieht es jetzt so viel besser in Emmas Zimmer aus, seitdem dort die gelben Säcke da an der Seite nicht mehr zu sehen sind. Zumindest von einem bestimmten Punkt aus. Dort, wo die Kamera jetzt aufgestellt ist, ist es natürlich nicht ganz so optimal. Und als ich dann damit fertig war, wurde nur noch mal schnell gesaugt. Das geht Gott sei Dank mit diesem kabellosen Staubsauger super einfach. Und es reicht wirklich, wenn ich ihn einmal lade und damit kann ich dann das gesamte Haus saugen und er hält problemlos durch. Aber nur auf der mittleren Stufe, also auf der regulären Stufe. Wenn ich jetzt total den Boost haben will, wo der Teppich sich so richtig mit hochzieht, da ist es natürlich dann so, dass ich eventuell zwischendurch nochmal laden müsste. Da kommt es halt auch immer auf den Boden drauf an. Nun ist Emmas Zimmer komplett fertig. Ich habe hier noch ihre Bücher liegen lassen, denn abends lesen sie im Bett immer noch mal ein Buch. Das liest ihr übrigens Max vor. Und ja, ihr seht es ja schon, es ist um einiges ordentlicher. Bei uns im Zimmer müsste einmal nur das Bett gemacht werden. Ich habe übrigens von meiner Matratze diesen Schutzüberwurf abgezogen. Ich denke, das werde ich jetzt auch von Alex Seite aus machen, denn wir benötigen es nicht. Deswegen kommt es weg. Es macht halt trotzdem irgendwelche Geräusche. Und ich mag es, nachts meine Ruhe zu haben. Und zwar wirklich komplett ruhig. Das heißt, ich denke, das werde ich auch noch abziehen. Und dann legen wir alles nur noch so ein bisschen zurecht. Und hier wird natürlich dann auch nochmal die Wäsche weggeräumt. Und ja, ich weiß beim besten Willen nicht, wie Alex es geschafft hat, die ganzen Wochen über in diesem Bett zu schlafen, auf diesen Unterlegern da. Ich fand sie schrecklich. Ich bin ja erst vor kurzem in das Bett gewechselt. Ich habe zwar zwischendurch immer mal wieder in dem Bett geschlafen, als Alex zum Beispiel auf einer Geschäftsreise war.
und nicht zu Hause war für 3 Tage. Dann habe ich mit Emma natürlich in unserem Schlafzimmer geschlafen, machte ja am meisten Sinn. Und da ist es mir gar nicht so stark aufgefallen. Aber jetzt, wo ich dann sozusagen wieder komplett rüber gewechselt bin, habe ich dann ständig dieses Knistergeräusch von dieser Folie gehört. Und es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich glaube, ich habe es noch in der ersten Nacht abgezogen. Irgendwann um 2, um 3 Uhr nachts. Denn auch wenn Alex sich bewegt hat, machte das Teil natürlich ständig Geräusche. Und ich wurde echt verrückt. Ich habe so einen leichten Schlaf. Und ich brauche meinen Schlaf. Mein Schlaf dauert ja immer nicht allzu lange. Ich habe in der Woche allerhöchstens 5 Stunden Schlaf. Und die will ich natürlich dann auch ausnutzen. Denn an manchen Tagen schlafe ich dann wirklich nur 2 oder 3 Stunden. Und das macht sich natürlich dann über den Tag bemerkbar, denn dann bin ich tierisch müde und funktioniere kaum noch. Gott sei Dank ist das jetzt etwas weniger geworden. Also früher war es echt so Standard, jetzt noch so vor einem Jahr oder vor 8 Monaten. Das hat sich Gott sei Dank gebessert. Und jetzt bin ich bei ungefähr 5 Stunden, denn ich habe einen super leichten Schlaf. Also wirklich, es braucht nur irgendwie Max sich im Bett rumdrehen und ich höre das und werde sofort wach. Ich weiß nicht, warum ich so in Alarmbereitschaft bin. Es gibt keinen Grund dafür. Aber irgendwie scheint mein Körper da nicht ganz abschalten zu können. Und momentan kämpfe ich halt wieder mit dem Schlaf. Denn wenn man Stress hat, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, ist das Ganze noch schlimmer für den Schlaf, weil dann findet man so schlecht da rein. Und ich wache halt dann wirklich alle, ich weiß nicht, 30 Minuten oder so auf. Und dann bin ich total gerädert am nächsten Morgen. Aber wie gesagt, ich hoffe, auch das stellt sich dann irgendwann ein, wenn der Stress so ein bisschen nachlässt. Ja, hier seht ihr es, nachdem ich dann das Bett gemacht habe, bin ich dann weiter an die Wäsche gegangen. Ich könnte wirklich diesen Wäschekorb nah an meinen Kleiderschrank stellen. Das würde die Sache vereinfachen, und zwar um einiges. Aber irgendwie tue ich das nie. Ich weiß gar nicht, was der Grund dafür ist. Ich habe es einfach lieber, wenn dieser Korb da auf dem Bett steht. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, ich mache diese Schritte ganz gerne vom Bett zum Kleiderschrank. Das ist ja Gott sei Dank nicht allzu weit. Aber ich könnte mir das definitiv erleichtern, indem ich das in die Nähe stelle. Und Gott sei Dank hatten wir an dem Tag auch nicht allzu viel Wäsche, und zwar in keinem einzigen Zimmer, sodass es dann ging. So, unser Schlafzimmer ist jetzt durch. Diese Cover hier habe ich abgenommen, die da drunter lagen. Emma schläft nicht mehr bei uns im Bett und außerdem hat sie, ganz ehrlich gesagt, auch keine Unfälle mehr. Hoffentlich bleibt das auch so. Diese Uhr lädt da gerade, deswegen steht sie da noch, unsere Babykamera. Und ansonsten, hier seht ihr es ja schon. Oh, ich hätte vielleicht mal den Spiegel putzen können. Bei Max im Zimmer muss auch alles nur so ein bisschen zurechtgeräumt werden. Eigentlich so wie bei Emma. Diese Teile packe ich einfach nur rein. Ich gehe da nicht irgendwie nochmal einzeln was durch. Und auch hier wieder die Wäsche. Und dann haben wir es geschafft. Und vielleicht habt ihr das gemerkt. Ich habe irgendwie in allen Zimmern immer so Pyjamas genommen und unter das Kissen gelegt. Denn die Pyjamas tragen wir meistens 2 Tage. Also die Kinder gehen ja nur alle 2 Tage baden. Das heißt, ich wechsle ihnen auch nur die Pyjamas alle 2 Tage. Das heißt, sie kriegen nicht jeden Tag einen neuen Pyjama an. Ich finde, bei uns Erwachsenen ist es ja doch noch so, dass wir in der Nacht vielleicht mal öfter schwitzen. Bei Kindern sieht es anders aus. Also da wechsle ich in die Pyjamas wirklich nur täglich, wenn sie krank sind. Ansonsten reicht es vollkommen aus, wenn sie die Pyjamas alle 2 Tage wechseln. Ich habe auch schon öfter mal von euch gehört, dass das ganz normal sein soll oder dass es von euren Kindern viel häufiger getragen wird und ihr es dann irgendwie nur einmal die Woche wascht oder so und dass es dann trotzdem nichts ausmacht. Ja, übrigens wollte ich euch aufklären, was denn bei dem Quiz von letzter Woche rausgekommen ist. Ich bin so, so glücklich, dass so viele von euch sozusagen daran teilgenommen haben. Das war total klasse. Ich war so überwältigt. Und vor allen Dingen habe ich mich teilweise wirklich kaputt gelacht, was ihr so geantwortet habt. Ganz besonders eine von euch hat irgendwie geschrieben, ich mache gar nichts gerne. Und da habe ich mir gedacht, oh Gott, ich fühle mit dir mit. Ich mache auch gar nichts wirklich gerne im Haushalt. Aber ihr wisst ja immer, was ich sage. Ich denke, so wird es vielen von uns gehen. Ich liebe ein sauberes Zuhause und dafür muss man nun mal aufräumen. So ganz von allein geht es nicht. Ja, zur Auflösung. Hier kommt es darauf an, auf welcher Seite ihr guckt. Ich habe mich jetzt an Statista orientiert, denn auch für unsere wissenschaftlichen Ausarbeitungen durften wir diese Seite verwenden, weil das wohl wissenschaftlich okay sein soll. Deswegen habe ich mich jetzt auch daran gehalten. Also auf Platz 1, und das haben super viele von euch vermutet, steht das Fensterputzen. Auf Platz 2 den Kühlschrank reinigen und an 3. Stelle das Wischen. Ansonsten gab es auch noch einen Artikel, den ich gefunden habe, bei dem Bügeln an 1. Stelle stand. Und auch das haben ja super, super viele von euch geantwortet. Was ich nachvollziehen kann, aber ich muss sagen, da ich die Wäsche nie bügel, vielleicht komme ich mal dazu, irgendwie eine Bluse von mir im Jahr zu bügeln, habe ich das gar nicht mehr so als Aufgabe in meiner Erinnerung gehabt, habe ich komplett ausgelöscht. An 2. Stelle soll dann das Toiletteputzen kommen und an 3. Stelle dann die Fenster.
Max' Zimmer ist jetzt wieder geordnet. Ihr könnt sehen, es sieht jetzt wieder um einiges sauberer aus. Und zwar überall. Seine Lampe lädt hier übrigens auch. Und ich denke mal, diesen Sitzsack hier werden wir entsorgen. Denn irgendwie benutzt Max ihn nicht. Und das ist immer so ein Staubfänger da hinten. So, hier geht es mit unserem Horrorzimmer für den heutigen Tag weiter. Ihr seht, wir haben hier echt irgendwie alles liegen. Ein Teil davon kommt bestimmt auf den Dachboden zum Verkauf. Und zwar sind das die ganzen zu kleinen Klamotten. Das sind die Klamotten, die ich gerade erst aussortiert habe. Das sind die von Max, die ich gerade erst aussortiert habe. Also ihr merkt schon hier so ein Motto. Auf dem Boden zumindest. Und dann haben wir hier noch eine Lampe zum Verkauf. Die kommt also wahrscheinlich ebenfalls auf den Dachboden. Ich werde versuchen, alles so ein bisschen zu sortieren und wieder hübsch zu machen. Oh Gott, Leute, ja, ihr seht's. Ich habe heute, um ehrlich zu sein, so gar keine Lust auf dieses Zimmer. Und ihr könnt sicherlich verstehen, warum. Ich meine, guckt euch das an. Hier hängt Emmas Kleidchen aus der Türkei, was ich euch mal gezeigt habe. Und das muss eigentlich auch weggehangen werden. Naja, hier sind meine ganzen Schulsachen. Ich denke, hier werden wir auch so ein bisschen was durchgehen. Oh, ich würde sagen, wir fangen irgendwann an, sonst fange ich hier gar nicht an. Oh Mann, ja, wenn ich jetzt so das Video angucke, denke ich, Gott sei Dank sieht dieses Büro wieder super, super aufgeräumt aus. Ich war so, so überfordert an diesem Tag. Ihr könnt euch das wirklich nicht vorstellen. Ich war sowieso schon nicht so super motiviert. Kennt ihr das? So an manchen Tagen, da steht man auf und man weiß, das ist ein guter Tag und ich schaffe heute einiges. Und an anderen Tagen steht man auf und man weiß, man braucht so einen kleinen Schubser in die richtige Richtung, damit man so ein bisschen motiviert wird. Für mich sind das ja immer so die Momente, wo ich weiß, ich muss die Videos für euch filmen. Und dadurch, dass ich wusste, dass ich das Haus aufräumen möchte und welches Video ich für euch wann veröffentlichen möchte, wusste ich, ich habe keine andere Wahl, als dieses Büro aufzuräumen. Und es war eine super Entscheidung. Also wirklich, jetzt, wo das Büro super sauber ist, freue ich mich tierisch. Aber bis zu diesem Moment hat es halt echt lang gedauert. Und ihr werdet mich auch immer wieder sehen, wie ich einfach planlos ja irgendwie auf der Stelle stehe oder einfach nur da rumsitze. Ich habe mich zuallererst darum gekümmert, dass die ganzen Klamotten dort wegkommen. Das war so alles, was eigentlich so im Eingangsbereich dieses Büros lag, und zwar auf dem Boden. Das waren all die Sachen, die ich von Emma und von Max ausgemistet hatte. Und ich habe sie da einfach untergebracht. Und zwischendurch sind da halt immer so einzelne Teile ausgemistet worden, sodass ich die dann nicht in einen extra Sack gepackt habe, sondern einfach nur auf den Boden gelegt habe, weil ich immer gedacht habe, ich mache mich gleich morgen daran, ja. Und so sammelte sich dann alles an. Das war also der erste Schritt, den ich getan habe. Einmal die ganzen Klamotten und alles, was auf den Dachboden konnte, die habe ich dann erstmal weggeräumt, und zwar in den Flur. Und anschließend habe ich dann alles vom Flur auf den Dachboden gepackt, und zwar wirklich noch im selben Moment. Also ich habe da nicht nochmal irgendwie 2-3 Tage gewartet, das wäre echt verrückt gewesen, sondern ich habe es gleich im Anschluss gemacht. Und hier seht ihr es, wenn ich dann mit einer Stelle fertig wurde, wie mit dieser einen Ecke hier, habe ich die gleich gesaugt. Ich weiß nicht warum, ich glaube einfach nur, ich war super überfordert in dem Augenblick und wollte einfach irgendeine Stelle sauber wissen. Und deswegen habe ich das dann gemacht. Hier seht ihr übrigens, ich war super verzweifelt. Ich wollte an dieser Stelle dann bereits aufgeben, weil ich wirklich nicht mehr weiter wusste. Und dann habe ich gedacht, ich nehme jetzt eine Aufgabe, bei der ich weiß, was ich machen möchte. Also habe ich mir diese große Tüte geschnappt und habe dort erstmal alles reingelegt, was so Ostern betraf, weil das ist ja der nächste Feiertag, der kommt, dafür habe ich Geschenke gekauft, Deko und so weiter. Das heißt, die habe ich dort erstmal untergebracht. Dann habe ich dort die ganzen Geschenktüten gesehen. Die verwende ich immer wieder weiter. Also ganz ehrlich, es kann gut möglich sein, dass irgendjemand mir mal diese Tüte geschenkt hat mit einem Geschenk da drin und ich verschenke sie genau derselben Person, denn ich vergesse jedes Mal, wer mir was geschenkt hat oder in welcher Tüte. Das merkt sich wahrscheinlich niemand. Das war aber die nächste Aufgabe, an die ich mich dann getraut habe, weil ich halt gesehen habe, das kann ich erledigen. Hier seht ihr es. Ich bete nochmal zu allen möglichen Geistern und Göttern, dass sie mir hier beistehen und mir über diese schwere Phase hinweghelfen. Sehr dramatisch dargestellt. So schlimm war es dann doch nicht. Aber ich fand es halt ganz witzig, dass ich das gemacht habe. Manchmal fällt mir das gar nicht mehr auf. Vor allen Dingen, wenn dann die Kamera da schon seit 20, 30 Minuten steht, vergesse ich es komplett. Und dann benehme ich mich ganz, in Anführungszeichen, natürlich. Für meine Verhältnisse natürlich. Für andere sieht das wahrscheinlich total sehr seltsam aus, von außen betrachtet. Ja, hier seht ihr es übrigens. Ich habe irgendwie wieder rotiert. Da war ich überfordert mit der einen Ecke, in der ich mich gerade befunden habe. Also habe ich gedacht, ich mache mich an das, was ich kenne. Und das ist das, was ich ja schon mal vorsortiert habe. Und das ist eine Aufgabe, von der ich jedem abraten würde.
An dem Tag hat es mich halt weitergebracht, denn ich wusste, ich brauche irgendwas, an dem ich mich festhalten kann, um dann neue Aufgaben anzunehmen. Das heißt, ich habe die ganze Bastelecke und diese ganzen Sachen, die ich dort in diese Klarsichtboxen gepackt habe, habe ich nochmal aussortiert oder ausgemistet. Das würde ich euch niemals empfehlen. Wenn es darum geht, dass ihr einfach nur ein Zimmer sauber macht, würde ich immer sagen, konzentriert euch auf das eine Zimmer. Aber ich bin ein Mensch, der immer Abwechslung braucht. Ich gehe ein, wenn ich eine halbe Stunde in einem Raum verbringen muss und dort eine Aufgabe erledigen muss. Ich kann mich auch absolut nicht aufs Lernen konzentrieren. Ich mache alle 20 Minuten Pause und gehe dafür in einen anderen Raum und beschäftige mich mit anderen Sachen. Sonst drehe ich nämlich durch. Ich kann mich nicht so lange fokussieren. Übrigens habe ich ein super klasse Video dazu gefunden. Allerdings auf Englisch. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich euch das auf Deutsch sozusagen auf meine Art und Weise vorstelle. Denn da geht es auch um Aufräumtipps. Wenn man halt eher ja, unkonzentriert, ungeduldig ist, was auch immer. Ich fand das so klasse. Und ich denke, das werde ich auch für euch filmen, weil ich die Idee von der Erstellerin ganz, ganz toll fand. Ich weiß jetzt auf die Stelle, um ehrlich zu sein, nicht ihren Namen. Wenn ich das Video für euch abdrehe, werde ich die Person natürlich erwähnen. Ich finde es immer katastrophal, wenn man die Leute nicht irgendwie benennt, die das Ganze als allererstes gepostet haben. Man klaut dann die Idee und verkauft sie als seine eigene. Das finde ich nicht in Ordnung. Das heißt, wenn ich das Video machen sollte, werde ich euch definitiv sagen, wem das Originalvideo dazu gehört hat. So könnt ihr dann auch gucken, dass ich das nicht 1:1 kopiert habe und dass die Idee halt davon stammt. Naja, gut, genug davon. Das ist dann sozusagen die nächste Videoidee, die ihr dann hoffentlich irgendwann mal sehen werdet. Und hier seht ihr es, ich habe nach und nach dann so jede Box geleert. Ich habe übrigens ganz, ganz viel geschnitten oder dann halt auch nicht mehr gefilmt. Aber ich habe es trotzdem erledigt. Hier seht ihr nochmal mein kleines Regal, wo meine ganzen Schulsachen draufstehen. Das wollte ich einfach mal so ein bisschen abstauben. Denn es war schon wirklich ganz, ganz schrecklich. Ich benutze keines dieser Bücher. Mein Arbeitskollege war super fleißig und hat sich scheinbar jedes Mal hingesetzt und die Bücher gelesen. Mache ich absolut nicht. Erstens habe ich keine Lust darauf. Ich finde jedes dieser Fächer absolut langweilig. Und ich bin froh, wenn diese ganzen Bücher und Mappen endlich weg können. Ich wollte es aber nicht ganz so früh abgeben, denn für die Abschlussarbeit brauche ich dann doch vielleicht noch irgendwas. Und das wollte ich dann nicht riskieren. Ja, ich habe übrigens kein Outro gefilmt, das heißt, nach dem Ergebnis, wie das Büro aussieht, hört ihr leider nichts mehr von mir. Deswegen bedanke ich mich jetzt schon und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. So, ihr seht jetzt erstmal das Zwischenergebnis hier im Büro. Und ihr seht, wir haben den ganzen Boden hier freigemacht. An das hier habe ich mich heute, um ehrlich zu sein, nicht getraut. Ich hatte keine Zeit mehr. Hier haben wir auch soweit alles weggeräumt. Ich habe hier echt sogar alles sortiert. Also ich habe hier jetzt eine richtige Ordnung drin, was richtig klasse ist, auch wenn es vielleicht nicht so aussehen mag. Und auch hier vorne habe ich inzwischen alles sortiert. Meine ganzen Unterlagen, und zwar diese hier, muss ich noch durchgehen. Das sind meine Schulsachen. Hier sind alles Sachen von meinem Arbeitskollegen. Hier unten auch. Das sind seine Schulsachen, die muss ich ihm dann wieder zurückgeben, wenn ich dann mit meiner Weiterbildung hier durch bin. Das dauert ja nicht mehr lange. Und dann habe ich diese Fläche wieder frei. Und das war's. Das hier mache ich dann definitiv die Tage, wenn ich mich sowieso um mein Papierkram kümmere. Und Alex Fläche da hinten ist ja sowieso nach seinen Wünschen dort fertig gemacht. Ach, und in dieser Ecke, das wollte ich auch nochmal zeigen. Hier hatte ich ja früher Blumen und ähnliches stehen und hier dann noch so ein anderes Dekozeug. Kam alles raus, weil das ja jetzt im Flur steht. Das heißt, ich muss mir überlegen, was ich da mache. Weil ich euch sagen muss, dass ich diese Fläche jetzt auch nicht so toll finde zum Filmen. Ich muss gucken, dass ich hier was anderes hinzauber.